Also die Anwendungen sind überall da, kommen dort gut voran, wo ich auch ein gewisses Wettbewerbsumfeld habe und natürlich ein Kostenbewusstsein habe für die Energiekosten. Das wird sich natürlich in anderen Branchen weiter auch auswirken. Vielleicht nochmal einfach den Gesamtzusammenhang aufgezeigt. Also unsere Software Beacon bietet in diesem Zusammenhang Energiemanagement und Gebäudeleittechnik in einem System eigentlich zwei wirklich sehr leistungsfähige Grundmodule, kommend aus der klassischen Management- und Bedienerrichtung oder GLT und seit 4 Jahren mit dem Energiemanagementsystem abgerundet, was sich die letzten 2, 3 Jahre doch sehr stark rauskristallisiert ist, dass man unter dieser Web-Oberfläche auch ganz viele verschiedene Liegenschaften zusammenfasst, auch für die Management- und Bedieneinrichtung, was im Energiemanagement schon immer Standard war, dass ich natürlich viele Liegenschaften dort integrieren muss, war bei der Management- und Bedieneinrichtung vielfach noch nicht so der Standard, außer man hat sich mit einem Hersteller quasi ins Bett gelegt und hat gesagt, der stattet alle meine Liegenschaften aus. Was man hier schaffen kann, ist sehr einfach auch eine Web-Oberfläche, die sich über alle Liegenschaften erstreckt und was auch besonders interessant ist für die, auch insbesondere auch für die öffentliche Verwaltung, für Unternehmen, die einen Mischbestand haben von vielen verschiedenen Herstellern. Auch die kann man wunderbar in unser technisches Gebäudemanagement-Portal, genannt TGM-Portal, integrieren und kann so auch gerade in einem Übergangsprozess die bestehende Leittechnik dort weiter nutzen. Ja, wir haben im Endeffekt verschiedene Schulungsangebote. Was ich Ihnen hier ans Herz legen möchte, ist, wenn Sie das Produkt interessant kennen und auch grundsätzlich mal das Grundwissen erwerben wollen, was bietet alles so eine Management- und Bedieneinrichtung oder eine GLT, auch in Zusammenarbeit mit anderen Systemen, wie mit offenen Systemen, insbesondere wie Bugnet und wie Modbus. Wir bieten hier die MBE-GLT-Grundschulung, Grundwissensschulung an, ganz in Ihrer Nähe. Da sind wir jetzt im November an 5 Standorten. Und wenn Sie dies hier im Webinar buchen, haben Sie auch noch einen Vorteil. Dann zahlen Sie nämlich nur 95 Euro für die Schulung, wo Sie auch ein Zertifikat erhalten, einen Qualifizierungsnachweis, dass Sie die Funktionalitäten der Management- und Bedieneinrichtung auch beherrschen. Dann darüber hinaus bieten wir unseren Kunden, weil viele unserer Kunden ja die Software auch selbst nutzen, sowohl die Iconax Systempartner natürlich zur Umsetzung von Projekten, als auch viele unserer Kunden in Industrie und Verwaltung, auch um selbst Projekte weiterzuentwickeln, bieten wir ein Qualifizierungsprogramm an über die Beacon-Grundkenntnisse und über die Fachkenntnisse. Insgesamt brauchen wir ungefähr 4 Schulungstage, um das Thema Management- und Bedieneinrichtung und Management- und Bedieneinrichtung umfänglich selbst zu verstehen und erstellen zu können. Das Energiemanagementsystem selbst ist so stark selbsterklärend, dass es dafür noch nie eine Nachfrage nach einer Schulung gab. Von daher bieten wir da eine Supportpauschale an, zu sagen, falls jemand das überhaupt benötigt, würden wir Ihnen innerhalb von einem Tag das komplette Energiemanagementsystem unterstützen und aufsetzen, ganz einfach über unsere Support-Hotline. Unsere Systempartner sind sicherlich da auch die Top-Ansprechpartner bei der Umsetzung dieser, insbesondere der Management- und Bedieneinrichtungen und Energiemanagementsysteme bei Ihnen vor Ort. Ja, das ist es jetzt eigentlich erstmal so mit unserem Webinar. Wir würden gerne noch auf Ihre Fragen eingehen. Herr Bornstein und ich, Sie haben die Möglichkeit, die im Chat einzustellen. Dann können wir da auch, in dem Fall können wir dann auch direkt darauf antworten. Ja, hier ist die Frage vom Bernd Pechtel. Der Bernd Pechtel fragt, ob man damit alle Systeme im Gebäude integrieren kann. Ja, Herr Pechtel, das ist so. Also
natürlich ist die Voraussetzung, dass das System in gewisser Weise offene Schnittstellen bietet, die wir bedienen können. Das sind quasi alle herstellerspezifischen Systeme, die wir über die OPC-Schnittstelle bedienen, aber doch auch heute sehr stark die Schnittstellen über die offenen Systeme wie BugNet, wie KNX und Modbus. Haben wir noch weitere Fragen? Eine Frage hier vom Klaus Wächter. Der Klaus Wächter fragt, ob es möglich ist, auch manuell Messwerte zu erfassen. Ja, das hat der Herr Bornstein vorhin gezeigt. Man kann also sehr einfach auch manuelle Messwerte erfassen. Und zwar gibt es dafür auch eine eigene Seite, die man sich quasi auf dem Mobiltelefon oder auf dem Pad aufrufen kann und kann so quasi vor die Erfassungseinheit, also vor den Zähler gehen und kann den Messwert dann auch da direkt übertragen und eingeben. So, der Alois geht gerade, dann alles Gute, vielen Dank. Danke fürs Dabeisein. Haben Sie sonst noch Fragen? Gibt es sonst noch Fragen aus der Runde? Da ist der Herr Rüb, der fragt, genau, wird es eine Überarbeitung, Modernisierung der Benutzeroberfläche und Tools geben? Wir haben ich weiß nicht, ob Sie unseren Web-Editor schon kennen, dort haben Sie die Möglichkeit ja auch sehr schnell Funktionalität zu schaffen. Also da entstehen eigentlich täglich neue Designs. Also ja, das ist alles im Fluss. Also wir schaffen eigentlich fast, also mit jedem Release auch neue Funktionalitäten. Zum Beispiel im nächsten Release haben Sie zum Beispiel eine komplette, nachdem Sie die Datenpunkte eingelesen haben, haben Sie eine komplette Visualisierung aller Datenpunkte schon direkt als einfach visualisierte Liste mit einer Ausgabefunktion. Also das geht immer voran. Wir arbeiten im Moment auch an unserem, im Rahmen unseres Beacon 2020 Projektes auf Basis von unserer komplett neuen Architektur. Also Produkte werden permanent da auch weiterentwickelt. Ist noch weitere Fragen? Jetzt war nochmal die Frage, ob man ein Plugin braucht im Browser für die Webbedienung. Nein, das ist nicht der Fall. Also wir nutzen für die Webbedienung hier im Gegensatz zu anderen auf Anbietern nutzen wir reines HTML5, also auch das Energiemanagementsystem, das können Sie komplett in Ihr Netzwerk integrieren und haben mit dem HTML5 eine Technologie, die auch Ihre IT-Administratoren lieben, weil die nämlich wunderbar zu administrieren ist. Sie brauchen keine Installation auf den zugriffenden Browser zu machen und haben damit eigentlich ein System, was bei der Integration bei Ihnen vor Ort relativ wenige Probleme macht bei der Integration in die IT-Landschaft. Gut, prima. Also weitere Fragen sehe ich aktuell keine. Dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Freue mich, wenn wir Sie bei der MBE-GLT-Schulung vielleicht sehen können oder auch bei einem unserer Schulungsangebote hier im Haus. Wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich jederzeit gerne über unsere Webseite www.iconac.de. Finden Sie die Telefonnummer der Ansprechpartner und ansonsten bleibt mir nichts anderes zu wünschen als guten Appetit. Es ist ja auch Mittagszeit und ein schönes Wochenende. Schönes Wochenende.